Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Chaos auf Deponia. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist mir total peinlich, in diese Aufnahme reinzugehen, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, es gab ja eine längere Zeit kein Deponia mehr. Ja, und wenn ihr jetzt diesen Grund erfahren werdet, ich glaube, ihr werdet einfach mal komplett an mir verzweifeln. Also, es fing jetzt mal bei mir so an. Hatte eine kleine Phase wieder, wo ich ein paar Klausuren in der Schule geschrieben habe. Habe gesagt, okay, muss er aufnehmen, mal wieder ein bisschen zurück einschränken. Kannst halt nichts dagegen machen. So, Klausurphase vorbei. Du denkst dir nur, ja komm, jetzt kannst du endlich mal wieder mit Mulle, also Sebastian, kannst du mal wieder ein bisschen was aufnehmen. So, du denkst die ganze Zeit, ja gut, alles fertig, hochgeladen. Dann fällt mir echt gestern Abend ein, Scheiße, du bist der totale Vollidiot. Du hast ja doch ein Chaos auf Deponia Let's Play am Laufen. Ey, ihr glaubt nicht, wie mir das gestern Abend peinlich war. Ich hab mich so erschrocken, ich hätte fast einen Snickers ausgeschissen. Ey, da habe ich echt an meinen Verstand angezweifelt und ich glaube, ihr verzweifelt auch gerade mit mir. Na gut, auf jeden Fall, ich muss mich jetzt mal ganz schnell wieder einfinden. Wir hatten schon die Fibel, okay, wir waren bei den drei Golds, ich glaube wir hatten noch gar keine, die Fibel, okay. Aber wir haben noch nichts abgeschlossen. Okay, ich glaube ich sollte jetzt wieder drin sein. Also hier oben ist auf jeden Fall ein Ei, ich glaube das ist das Offensichtlichste. Kurbel, stimmt, war ja was. Daran kann ich mich glaube ich noch so weit erinnern. Ja, ein grandioses Genie. Also, um auf so eine Schlussfolgerung zu kommen, da muss man auch ein Abitur haben. Studium ist optional, aber Abitur ist Minimum. Also, drehen wir mal an der Kurbel. Und ein. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Und was mir gerade auffällt, ich mache gerade mal die Sprache ein bisschen lauter. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeit gibst du etwas schon auf? Ja, ich glaube, Sprache kann man hochmachen, damit man was versteht. So, gehen wir wieder runter. Und wie war das jetzt? Konnte man das Flugschnabeltier einfach ein... Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt. Okay, das kann man also nicht da reinsetzen. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Ach stimmt ja, da war ja was mit dem Baum. Oh, und hier haben wir schon das nächste Ei. Das grabben wir jetzt auch mal schnell. Oder auch den Spaten, der daneben liegt, aber ich wollte eigentlich das Ei. Aha. Das gefällt mir nicht. Tja, also. Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Naja, eine Erdmännchenfalle bei einem Erdmännchen hat die ganze Zeit unser iCloud. Okay, setze ich das jetzt mal dahin. Und den da. Das funktioniert ja sehr super. Da und da. Warte mal. Ah, ich habe das Prinzip verstanden. Das ist hier. Jetzt glaube ich, falle ich voll auf die Fresse, aber ich glaube, das ist wie beim Schach, dass er so wie ein Springer hüpft. Achtet mal drauf. Dup, dup. Dup, dup. Ja, das ist ein Springer. Also so. Dup, dup. Da und dann die Erdmännchenfalle. Da, dann sollte es klappen. Ha, hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Ja, und dabei kann ich noch nicht mal Schach spielen. Ja, habe ich nie gelernt, wollte ich auch nie. Ich schätze mal, wir können hier bestimmt noch ein bisschen Erde klauen, oder? Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Ja,
Ja, dann eben nicht. So. Ich kann mich echt noch so an ein zwei Schnabeltiereier erinnern. Aber wo die genau waren, also nicht wo die genau waren, sondern was man damit machen musste. Ich meine, eins war noch am Hafen. Kann das sein? Jawohl, da haben wir es. Also auch wenn ich jetzt eine längere Zeit nicht gespielt habe, aber sowas behalte ich immer. Bin ich ehrlich. Laut Fiebel ist das hier ein Wasserschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Ich muss doch gerade ganz schnell was trinken. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe seit ein paar Tagen so ein paar Halsschmerzen und muss mal ein bisschen was trinken. Ansonsten habe ich schon keinen Bock mehr zu reden und höre gleich wieder auf. Gibt nichts Besseres als eine gute Wasserflasche. So, und ich meine die letzte. Ja, Rufus ist gut. Ich glaube, das letzte Ei war. Nee, nicht beim Waffenladen. Ich glaube, das war bei Docs. Jawohl, da ist es. Okay. Dann gehen wir mal da auf. Und holen uns das auch noch raus. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Du willst dich verarschen, das ist jetzt ernsthaft zu hoch für dich. Da ist ein Ofen, aber das bringt uns herzlich wenig. Okay, wir haben das Flugschnabeltier-Ei, das Erdschnabeltier-Ei und das Wasserschnabeltier-Ei. Was sagt uns jetzt die Bibel? Erdschnabeltier-Ei. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Okay. Also Erde war dann, glaube ich, eben doch mal gar nicht so falsch. Und Frost. Jetzt bin ich gerade überlegen. Wenn ich mich recht erinnere, gab es irgendwo eine Tiefkühltruhe, aber ich habe keine Ahnung mehr wo. Hä? Moment. Wir haben es zwar. Also als gefunden ist schon als abgehakt, oder wie? Okay. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Und seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Und das hier war. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem. Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Okay, und ich schätze mal, so wie das aussieht, einfach hier noch ein Feuer. Okay, jetzt bin ich wieder im Bilde. Ich glaube, wir schauen wir mal hier bei Siegel vorbei. Ach, das haben wir noch nicht gemacht? Das, hier ist Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Okay. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum bediensteten Briefkasten. Für wen hält er sich? Für mein. Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Okay, aber ich mal. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel. Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel
Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ah, da. Hier ziehen für Geheimtür. Und wir haben eine Geheimtür. Okay. Stopp sogar. Gehen wir nach oben. Okay. Ah, das soll dann eine Windhose. Oh mein Gott, ich verstehe es. Das soll eine Windhose sein. Flacher ist nicht, oder wie? Okay, oh. Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche ein. Was? Praktisch. Menschliche Asche? Alter. Ich frage es gar. Haben wir zufälligerweise menschliche Asche? Nö. Okay, dann kommen wir hier nicht weiter. Okay, jetzt haben wir gerade eben so ein Memo bekommen. Können wir das irgendwie noch ein bisschen mehr hinaus husten? Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Oh, also eine weitere Memo. Fenster. Also ich geh's mal alles durch. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Sonst noch etwas? Lücken wir mal Lettertee. Die Pflanze. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Haufen Memos. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, Klopfer. Merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichten schreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Oh, Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ich hab's. Ich brauche... Oh Gott. Faden. Was können wir hier noch machen? Klappe. Okay. Kerzen, Faden, Brot, Kohle, Wasser. Ich frage erst gar nicht. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, was man mit den ganzen Memos machen musste. Hallo. Crane, der Dichter. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Kerzen, verdammt. Er braucht Kerzen. Ich lese es, ja. Und du hast Kerzen. Ja. Aber ich... Na? Ich brauch sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Ja, dann gönnen wir uns doch mal eine Kerze. Ich meine, der braucht die ja nicht. Das ist ja ein Dichter, die brauchen ja jetzt minimalistisch. Die leben... Ja. Das Brot brauchst du doch auch nicht mehr, oder? Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je. Mir schwant Übles. Ich
brauche Brot. Tja, dann brauch ich es wohl nicht mehr, was? Na los, bedien dich. Ja, und übrigens, Siegel braucht auch noch was Kohle. Oh. Siegel braucht auch noch ein bisschen Kohle. Post von Siegel. Oh, bitte nicht. Ich brauche Kohle, also auch die Kohle. Nur zu, sie gehört dir. Du Crane, wo wir dabei sind, hast du was Wasser? Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo. Ich brauche Wasser? Tja, was auch sonst. Da geht das Wasser. Ach ja, wir sind so gute Freunde. Und Freunde teilen doch auch, oder? Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Okay. Das Wasser gehört ja uns. Die Kohle. Das Brot. Den Faden. Haben wir noch was vergessen? Nee, ne? Nein! Alter, wie asozial seid ihr eigentlich? Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Und offenbar nicht das Spiel. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Alter. Alter. Finde. Der arme Crane. Lassen wir ihn jetzt mal am besten alleine. So, was haben wir jetzt alles? Ein Faden, eine Kerze, ein Glas Wasser, Kohle, Brot und eine Urne. Können wir jetzt mal so ganz spontan, wenn wir jetzt im Industriegebiet gehen und in den Ofen Kohle schmeißen? Da können wir doch bestimmt das Ei irgendwie schon da oben ausbrüten, oder? Feuerwehr schlecht. Scheiße. Ich bin jetzt am überlegen, muss man wieder Feuer machen wie damals mit dem Handschweißgerät? Was ist das? Nö, nix so. Oder? Nee, hier ist glaube ich nichts mehr. Oder hier? Auch nicht. Mann, ich will jetzt auch teilweise diese Puzzleteile finden. Also ich hoffe, ihr wisst noch, welche Puzzleteile ich meine. Das hier? Ja, okay, oder hier vielleicht? Ja, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall genug rumgeholt. Wir brauchen Feuer, aber ich würde sagen, findest du mal ein kleines Stückchen weiter. Das machen wir in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und lasst ein Abo oder ein Like da oder keine Ahnung. Gebt einen Daumen nach oben und lasst ein Like da. Ja. Schreibt mir was in die Kommentare einfach Ende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.